Okay. So, das wus ich wusste ja eben nicht, dass ich das von Anfang an kann. Daher ändert sich jetzt, dadurch ändert sich einiges. Und damit werde ich jetzt einen Human Kite raus, damit er ein Schutzschild vergeben kann. Hey, nur Erwachsene können Hausarrest von Kindern aufheben. Ich bin drin. Okay. So, und da Butters Prügel abkriegen wird, kriegt er auch das Schild. Das ist meine saubere Prügelstrafe. Mein Hausarrest hebt keiner ungestraft auf. Das gibt verschärften Hausarrest. Tja, es wäre echt schön, euer Freund zu sein, Leute. Mach sie fertig, Saftsack. Okay. Also. Human Kite hat jetzt. Ist nicht. Hausarrestisiert sozusagen. Von daher wird er gleich ja nochmal was machen können. Aber ich muss sie alle versuchen an Bord zu holen. Auch wenn sie gleich alle wieder weg sein werden. Aber Butter schreckt die Prügel ein. Hey, nur Erwachsene können Hausarrest von Kindern aufheben! Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Hol Kuhn! Butters, das ist deine Schuld! Tut mir leid, Dad. So, selbst ist in der bereit. Hölle kommt nichts dem Zorn des Kite gleich! Die brauche ich aber gleich bei. Deswegen, ich werde jetzt das Schild auch nochmal mir geben. Hier, Kumpel! Der neue ist hausarrestresistent. Es ist wie ein Wunder, Leute! Verdammt! So, jetzt ist die Frage, ob er zu mir kommt. Ah, okay, er nimmt Cartman. Bist du jetzt bereit, Anstand zu lernen? Mein Hausarrest hebt keiner ungestraft auf. Das gibt verschärften Hausarrest. Oh, das tut mir echt voll leid, Leute. Los, Wunderarsch. Ah, jetzt ist natürlich wieder die Frage. Ich brauche ja alles. Ich brauche alles, was geht. Deswegen würde ich sagen, komm erstmal zu mir, ne? Chaos ist frei. Hey, nur Erwachsene können Hausarrest von Kindern aufheben. Dann kann ich ihn da aus der Gefahrenzone sozusagen dann ist raus, es Professor ne? Chaos und nicht dein Sohn. Natürlich nicht. Also die Frage ist, kann ich jetzt auch irgendwie den Standort wechseln? Nein. Egal. Chaos! Ziemlich cooler Chaosblitz, hä? Wie oft habe ich dir gesagt, du sollst nicht mit Energiestrahlen rumspielen? So, jetzt machen wir schon mal die Ulti. Das werden deine Eltern erfahren. Es reicht, du hast Hausarrest. Echt jetzt? Okay, Kaffee hält das aus. Das sollte dir Manieren einbläuen. So, das heißt, ich brauche jetzt. Euch gebe ich Hausarrest, euch allen. Oh Mann. Seid ihr Chaoten jetzt zufrieden? Du schaffst das. So, ich brauche dich mit hier. Hey, nur Erwachsene können Hausarrest von Kindern aufheben. Es ist keine Zeit. So, du kannst auf mich zählen. Gib's mir. Gib's mir. Das ist für Scrambles, ihr Bastarde. So, das ist gut. Das ist jetzt genau das. Genau das, was ich wollte. Das ist jetzt gutes Positioning prinzipiell. Nochmal, Hausarrest Butters! Okay. Au! Das nenne ich Disziplin! Wer will noch Hausarrest? Vielleicht ihr alle? Oh, Hamburger! Hau sie weg, Neuer! Wir holen. Da ich ja immun bin, holen wir hier Butters raus.
Beziehungsweise Professor Chaos. Chaos ist frei! Hey, nur Erwachsene können Hausarrest von Kindern aufheben! Zeit für meine mächtigste Waffe, den Hammer des Chaos! Oder hier hin. Ich glaube, hier geht dann auch seine Ulti. Ja. Du hast vielleicht Nerven, Kind. Und du auch, Freundchen. Du hast auch Hausarrest. Oh nein. Oh, jetzt wird's bitter. Okay, das war jetzt, glaube ich, gutes Timing. Ich könnte schwören, ich wollte gar... So, jetzt hole ich Kite wieder auf die Bühne. Schaffe ich. Das ist nämlich auch wichtig, weil ich brauche nämlich mehr Schild. So, Chaos. Hey, nur Erwachsene können Hausarrest von Kindern aufheben. Bereit machen für fieses Blinzeln. Ich kann mit Kite nämlich auch hier hingehen und mir dann ein Schild geben. Perfekt. Das heißt, nur Cartman bleibt im Hausarrestmodus. Ich bin jetzt bei den Guten, ihr Bösen. Und mit ihm kann ich ihn verwirren. Von außer Distanz. Oder kann ich auch... Da, dann treffe ich ihn auch. So ein geiles Kamehameha. Oder ich schick dich zu deiner Oma. Oh. Du weißt, was du getan hast. Außerrest! So ein Bullshit. Aber auch du weißt, was du getan hast. Streng dich mal an, Alter. Jetzt haben wir ein gutes Positioning. Hat jemand von euch geflucht? Außerrest! Nein, sowas würden wir nie tun. Guck, und jeder muss jetzt auf seinem Platz bleiben. Das ist gar nicht schlecht. Ich brauche auch... Doch, wenn ich jetzt Cartman raushole... Dann wird er auch nicht die nächste Hausarrest-Attacke abbekommen. Ja, kein Hausarrest. Das heißt, ich habe jetzt endlich mal alle drei. Hey, nur Erwachsene können Hausarrest von Kindern aufheben. Gleich kriegt ihr Tollwut. So, Cartman bleibt auch da. Wir machen wieder sein Ulti natürlich. Sowas passiert, wenn Kinder keine Disziplin lernen. Fühlt den Zorn von Human Kite. So, Kite ist echt am hilfreichsten gerade. Ups. Wenn ich mit seinem Schild hier die Leute absave. Gern geschehen. Jetzt sollte niemand mehr den Kuhn herausfordern. Macht euch auf Schmerz gefasst. So, Butters zieht ihn wieder durch. Okay. Diesmal schaffen wir es auch. Diesmal sehe ich da gar keine Probleme. Du weißt, was du getan hast. Außerrest! So, das habe ich mir nämlich gedacht, dass genau das kommen wird. Wenn du dich mit dem Kuhn anlegst, dann auch mit seinen Freunden. Mein Hausarrest hebt keiner ungestraft auf. Das gibt verschärften Hausarrest. Oh, Mann! Okay. Diesmal würde sowieso jeder getroffen werden. Deswegen wird jetzt direkt reingekloppt. Ja. Das macht mich nur noch wütender auf Butters. Na, verflixt. So. Ich weiß nicht, warum ich den ersten immer nicht treffe. Erzähl einfach, du hast dich beim Manscaping geschnitten. Ah, das ist auch ganz geil, dass wir mal seine Ulti wieder rausholen. Jetzt geht's so richtig heiß her. Humankind, gib ihm. Des Chaos für dich blasen. Was willst du mir blasen, Chaos? Chaos! Was willst du mir blasen, Chaos? Jetzt bin ich wohl dran. So, gleich haben wir. Du hältst dich wohl für besonders schlau. Nein, aber ich bin immer ein Professor. Nochmal, Hausarrest Butters. Oh, warte mal, kann ich jetzt auch? Ich könnte schwören, ich wollte gerade jemandem Hausarrest erteilen. Du spielst mit Feuer, dafür gibt's Hausarrest. Augen das ist zu, natürlich Kinder. Jetzt der Zug jetzt gewesen. Kann nicht jugendfreie Sachen. So, komm, Kuhn. Ja, das war echt super, Leute. Verdammt, du hast lebenslang Hausarrest. hab ich, aber es fühlt sich gar nicht so an. Hey, Leute, ich hab keinen Hausarrest. Ich bin hausarrestresistent. Nein! Oh.
Ehrlich. Herrenunterwäschekatalog von 1979. Natürlich. Und ein paar Taschentücher. 45 Stück. Aber $4. Ich muss verschwinden, bevor mein Dad zu sich kommt. Wie die Wohnung aussieht. Völlig ramponiert. So, du nervst mich. Was? So, tschüss. Puh. Wir müssen jetzt die Basis der Freedom Pals infiltrieren. Komm zur Schule der Freedom Pals für die Begabten und Talentierten. Professor Chaos, seine neue Verbündete. So, aber erstmal gehen wir. Hallo. So, okay, ich bin. Dahinter hängt doch was. Ein wunderbares. Oh, Tweak und Craig. Kurze Name. So, ansonsten ist hier nichts, denke ich. Aber durch das Hacken können wir jetzt ja so einige Sachen machen. Auch bei Randy bin ich der Meinung. So, hier müssen wir jetzt mal gucken. Das glitzert immer noch. Habe ich das hier noch nie umgekippt? So, warte mal, das war hier Captain Diabetes. Ein guter Tag, um Diabetes zu haben. Aus dem Weg! Guck mal, da ist nämlich noch ein wunderschönes Bild. Tweak und Craig. Umgekehrter Lotus. Kolossanzug. Kampfkoloss. Ach, Karten. Du hältst mich so lieber. So. Die Marshes. Hey, was machst du hier? Ich war der Meinung, hier gab's auch was zu hacken. Danke nochmal wegen der Sache mit meinem Dad. Naturellement. Nicht. Nicht. Bei irgendeiner Garage war doch vorher auch noch so ein Ding zum Hacken, da bin ich mir ganz sicher. Ich weiß ja nicht mehr wo. Spielt es aber gar nicht so die große Rolex. Ach ja, Lava kann ich ja jetzt auch wegmachen, ne? Stimmt, oder habe ich recht? Konnte ich nicht? Doch. Mit dem Sandblaster. Bullshit, hab was du brauchst! Geschafft! Es ist so gut. Auf die Kacke musste erstmal kommen. Da musste erstmal drauf kommen. Dir sowas auszudenken. Was ist das? Ist das nicht der Sandblaster, der eigentliche? Okay, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wo ich hier hinlaufe. Ich glaube auch hier sind wieder Penner unterwegs. Oh ne, die sind für immer verschwunden. So, weil, nämlich, wir suchen ja diesen kleinen da. Ach, der war im Haus. Dann gehen wir mal ins Haus. Ach, da oben ist der Durchgang. Natürlich jetzt ein bisschen angenehmer mit der Tür. Hallo. Na, du, oh, ein Bild. Hey, du bist doch das Furzkind aus dem Fernsehen. Bock auf ein Foto? So, hier. Wuhu! Mr. McCormick. Ah, wurde aber auch Zeit. Geht's noch? Okay. Können wir auch den Fernseher einfach mal ausschalten? Schade. Ein
ein Selfie würde meinen bescheuerten Alten bestimmt eifersüchtig machen. Oh, nun lächel doch. Woohoo! Yay, Mrs. McCormick. So, jetzt noch Kennys Bruder. Gut so, Wunderarsch. Ich such dich auf Coolstagram, wenn ich wieder Guthaben auf meinem Prepaid-Handy habe. Hol dir eine eigene. Bitte? Ach, der seine Waffe meint er, ne? Soll das deren Klimaanlage sein? Egal. Kenny! Na, du? Frust dich dann so. Oh Gott! Sie hat sich ein Fenster gemalt! Lust auf ein Selfie-Pupsmaschine? Selbstverständlich, dafür bin ich doch. Wuhu! Dankeschön! Sehr gerne! Gute Arbeit, Neuer, sagt mir Kenny. Wir vorher waren wir hier nicht drin? Das ist sehr mysteriös. Warum so ein Schlüssel? Kennys Garagenschlüssel. Aha. Sonst ist hier nichts, ne? Da hinten war mal ein Poster. Das ist jetzt aber nicht mehr da. Sonst ist hier nichts. Habe ich denn hier schon eine Wurst gelassen? Das ist eigentlich die alles entscheidende Frage. Okay, so, dann gehe ich mal davon aus, dass hier die Hand... Die haben gar kein Klo oder was. Das ist natürlich auch schön. Ich gehe dann davon aus, dass ich ihn in der Garage finden werde. Oder auch nicht. Kosmisches Rätsel. Oh, noch ein Bild. Easy breezy, Gänseblümchen, boozy. Warum haben die denn ständig irgendwelche Motoren hier rumliegen? Und wer sitzt da oben? Du fragst es, den Herrn von Nippopolis anzugreifen? Da fliegen wir doch jetzt mal hin, oder was? Da müssen wir doch hinkommen. Hier ist doch so eine... Aber ich habe die Hand auch immer noch nicht gesehen. Dann mal los! Ich glaub an dich! Ups. Und deine Fürze! Ganz vergessen. Startbereit! Wow, wow! Ja! Ah! Ara! Wir haben's geschafft! So. Da möchte ich natürlich auch nochmal rüber, oder? Bereit! Sei gegrüßt, Krieger von Mamaria! Ich bin der rechtmäßige Verehrer der Prinzessin, der größte Krieger, den die Busenarena je gesehen hat. Hätte wieder mehr Katzenpisse. Schön, wieder musste ich kämpfen. Ich habe gesiegt, aber ich bin geschwächt. Ich muss einen Heiltrank zu mir nehmen, damit ich zur Liebsten in Nippopolis zurückkehren kann. Kannst du mir da weiterhelfen? Kann ich. Oh Mann, das ist super. Wenn du mal Hilfe brauchst, ruf mich und ich werde an deiner Seite kämpfen. Stark. Drogenfläschchen, Jared of Drone. So, aber ein Selfie würde das bestimmt ein machen. Ein Porträt mit dem größten Krieger von Nippopolis. Nippopolis. Mr. Broflowski. Unser Band ist geknüpft. So. Ja, das ist mein Dad. Startbereit! Schau, bis dann! Alright. So, das hätten wir dann auch. Dann muss ich, das muss ja dann da oben sein. Also hier lang und dann da die Treppe hoch. Hab ich mir gedacht. Du suchst nach Antworten? Mr. Connor schickt beste Grüße. Er wollte selber kommen, aber er ist ein vielbeschäftigter Mann. Er meinte, deiner Mutter sei ein schreckliches Schicksal widerfahren.
Komisch, wie ein paar Augenblicke in unserem Leben verändern können, wer wir sind, was? Und jetzt wirst du das Opfer von Attentätern, dem sogenannten City Ninja Service. City Ninja Service. Ihr wisst, was ihr danach mit ihm machen müsst. Heilige Kacke. Warte, du vergessen zu zahlen! Erst wenn's erledigt ist. Nein, 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 du buchst City Ninja Service. Du bezahlst vorher das. Steht doch auf der Website. Ihr klingt nicht besonders japanisch. Seid ihr wirklich Ninjas? Ja, ja, ich Ninja. Siehst du Schlitzaugen? Los, gib mir Scheck für City Ninja Service. Macht erst euren Job. Okay, wir sind von City Ninja. Leider, wir wurden bezahlt, dich zu assassinieren. Und müssen das natürlich tun, oder? Du zahlst, dass wir das nicht tun. $5,000. Keine $5,000. Kein Bestechungsgeld? Dann wird dich müssen ermorden. Kämpfe ich lieber gegen euch. Warum sind Ninjas hinter dir her? Okay, Ninja, du zusehen. Das ist ganz spezielle Technik. Das könnte brennen. Au! Fick dich, dummes Kind. Fick dich, dummes Kind. So, ich onda. Genau wie in Ninja-Film. Ninja Action Jinbe. Jinbe. Ninja Tsunami. Hört er in Koreanisch. Jinbe. Sind alles Koreaner, keine. Okay, wie mache ich es denn mit ihm am besten? Kein Respekt! Lesebehandlung gefällig? Okay, der Human Kite, der soll Cartman hier mal wieder ein Schild geben. Mist. Ich hoffe, das reicht. Nicht gut. Nicht gut. Gut, dann müssen wir es anders machen. Muss ich ihn heilen. Okay, es geht mir gegen den Strich, aber es muss sein. Geht es nicht? Möchtet ihr lernen echte Ninja-Moves nach meinem Sieg? Mache Sonderpreis! Okay, dann muss ich irgendjemand anders hier Schild geben. Hier, bitte! Ah, das ist natürlich jetzt ein bisschen. Warum konnte ich denn die Barrikaden da nicht kaputt machen? Erinnert euch an diesen Tag, den Tag eures Todes! Wie soll das gehen, wenn sie tot sind? Ach, oh, dann wehgetan! Zeit für Sterben! Ja. Ich gelernt von echten Ninja-Meister! Wer will verstümmelt werden? Kümmern wir uns erstmal um den Keil hier. Ja. Au! Ich die mit Ninja Schwert aufschlitze. Sehr scharf, sehr authentisch. Sehr authentisch. Ninja Chigi! Ninja Instincts Awaken! Okay, hier werde ich gleich meine Ulti starten. Erstmal mache ich ihn aber platt. Das hast du verdient! So, ultimative Kraft bereit. Da möchte man echt in die Stratosphäre aufsteigen und diese Kotzbrocken atomisieren! Mit ihm mache ich jetzt aber erstmal ein Schild. Ich glaube, an Cartman kommt keiner ran, deswegen ist das okay, wenn ich. Keine Sorge, ich kümmere mich drum! Wird meine Gegner ins Chaos hämmern. So, kann ich mit ihm jetzt schon irgendwas Tolles machen? Vielleicht irgendwas. Wir haben ja jetzt unseren Drogenbaron vielleicht als Fähigkeit, oder? Nee? Nee. Oder ist das hier dieses Fläschchen? Man gehört nicht lange zu einer Elite-Einheit, wenn man seinen Zug nicht macht. Das will ich jetzt unbedingt mal sehen, was dann passiert. Für Valhalla! Oh nein! Geil. Jetzt kommt die Alte mit den dicken Möpsen, glaube ich, auch noch mit dazu, oder? Bomben los! Oh
mein Gott, ey. Freunde, Daddy ist da. Ich liebe South Park, ey. Es ist einfach nur göttlich. Oh, das war schon wieder herrlich. Just a fresh wound. Oh. I bring that. Winchester, you not corrupt. Ein frischer Wind zieht auf. Na, ehrlich gesagt, verpasse ich ihm einfach nochmal ein Schild. Ich mach das! Durch die Lage hier kann eigentlich den anderen überhaupt nichts passieren. Chaos kommt euch holen! Okay, aber sein Positioning ist echt ätzend. Mit ihm kann ich nichts machen. Ihm muss ich jetzt irgendwas anderes machen. Das sind hier. Komm, Cartman, ist man. Bist dem Burrito und erhebe dich! Jetzt viel besser? Kuhnkrallen raus! Hier kommt der Kuhn! Sing, sing. Sing. Ganz. Oh! Los geht's, Furzlord! City Ninja! City Ninja, fuck! Schade. Dann geht in Daddy Shop, G! Simili! Also, der Human Kite! Und dieses! Pew pew! Pew pew! What the fuck? Ninja Uni Jota. Ultimate Ninja Power. Ultimate Ninja Power. Ihr seid alles Nacken. My body is strong. My body Ninja is strong. Enjoy Ninja Ska. Ja, Ulti. Das heißt, Cartman ist wieder am Start. Das wird wehtun. Tatsächlich ist seine Ulti mit einer der besten hier. Ach, da lebt noch einer? Huch, und da kommt schon wieder auf weg. Sie, Wunderarsch! Hier, krieg sein Einzel ins Gesicht. Noch ein Feind fällt durch die Macht von Kuhn and Friends. Laser online! So, Cartman, du bekommst jetzt auch ein Schild. Gern geschehen. Kalt! Oh, der Kuhn empfiehlt sich immer zu schützen. Was ist das für ein Jutsu? Ja, da kommt einfach noch so ein Typ. Super Ninja. Ja. Wie sie einfach Jutsus machen. Ihr seid verloren! Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir gleich verloren sind hier. Die Attacke sieht auch gut aus. Kleine Vorwarnung, das wird höllisch wehtun. So. Schwusch. Schwusch. So, jetzt gehen wir mir noch ein Schild. Sag mal, was sind mit meinen Skillchecks hier los? Predator finds his prey. O ninja, sokto wa him. Victory to the swift. Reiß dich zusammen. Ninja, 공격 자세 준비 완료. Okay. Okay, er ist irgendwie so richtig outpositioned. Aber dann machen wir jetzt hier mal den Macaroni-Kram. Oder habe ich den? Doch, habe ich. Bereit für ein Wunder? Judenpfadfinder Ehrenwort!
Derweil in der Ruhmeshalle der allerbesten Freunde. Die allerbesten Freunde. Alle Sünden mögen vergeben werden und alle Sklaven frei sein. Alle Sünden mögen vergeben werden und alle Sklaven frei sein. So. Ulti jetzt ist da. Lustig. Das heißt, Cartman, walte wieder dein. Er trifft auch einfach alle. Das ist halt so gut. Und alle bluten danach. Das ist echt schon mal gut. Ninja Power. Du sollst da. So, die Frage ist, wen treffe ich mit all dem? Hey, hey. Wenn ich hier hingehe. Nix. Hey, Henne, du wirklich Chemie um, ja? Ich glaube, hier ist am besten. Oder wenn ich hier bleibe. Ich kann entweder nur einen oder. Also, ich kann höchstens zwei treffen. Das war genau wie geplant. Langsam wird's kalt, sich zu ergeben. Ein bisschen nervig, dass ich damit nicht weiter vorwärts komme. Aber gut, dann gibt's halt ein Schild. Jetzt kein Angriff! Warrior Spirit ready! Oh, jetzt wird er noch so ein. So. Kein Bock auf den. Dein Zug gehört jetzt. Ninja Pika Linda. Oh. Ich will dann kein Chaos auf einen. Hier, komm ich, Leute, mach Platz! Warum ist seine 3 endlich eigentlich die ganze Zeit gesperrt? Jetzt wird gekunt. Ja, ha, nimm das, Bitch. Och komm, den, weißt du, ein HP. Ein HP hat er noch. Leute, das Blutgespritze ist ja cool, aber mir wird flau im Magen. Ach, tu. Jetzt gibt's maximales Chaos. Guck mal, da hinten sind Bären. Wieder Bären, Erinnerbären. Wow, das war ein geiler Kampf, Leute! Was nun? Gewonnen, ich wollte gerade sagen. Ich dachte, jetzt kommt jetzt noch eine Schriftrolle der 1000 Winde, natürlich. Siege 15 Ninja, okay. Schwer heute zu finden, gute Ninja. Natürlich sind die Ninjas schon. Gut. Da hinten sind Erinnerbären. Erinnerst du das Dagobah-System? Na klar, ich erinnere. Großartig. Erinnerst du City Alpha 5? Oh ja, ich erinnere. Ich erinnere! Okay, die beiden sagen mir tatsächlich überhaupt nichts, die beiden Sachen. Das ist neu. Okay. Hier ist nichts sonst. Das ist auch okay. Gucken wir noch einmal hier durch. So, dann weiter.